Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Dragon Quest Builders 2. Und ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir aufgehört haben, aber hier haben wir ja noch genug zu quatschen. Also sprechen wir mal mit der Rosi. Nee, Bibi. Ui, Name vergessen. Mit Refit auf unserer Seite wird diese Bauernhof halt sowas von durchstarten. Eine Sache gibt's da noch, okay? Die Monster geilen schon auf unsere frischen Feldfrüchte und als einzige Soldat der Grünfeldwache halte ich das für ein Problem. Ich glaube, wir müssen Zäune bauen, weißt du? Achso, nee, okay. wenn nicht, naja, wie macht der Meister, oder? Vielleicht inspiriert es dich, wenn du und mal runter draußen ein paar Monster vermöbeln. Okay. Ein Steinschwert habe ich doch schon. Habe ich nicht ein Steinschwert? Ja, warte mal. Nichts leichter als das, du. So. Ach nee, Quatsch. Amboss. Halt, stopp. So, Amboss hier. Steinschwert. Kriegst du, Mädel. Zack. Wie Blocksberg, komm her. Wer, wo bist du? Da. So, bleib stehen. Wow, ja, bitteschön. Keine. So. Viel cool, ja. Okay. Neun, die wir herstellen. Neun Teile. Neun Schwert. Neun Waffen, die wir herstellen. Die Leuten geben, die auf uns aufpassen. Also den Soldaten. Genau. So, Meister Zerstörung, wie soll das sein? Hat er auch einen Namen? Ja, Meister Zerstörung halt, ne? Dass nur der allmächtige Haragon höchstpersönlich seinen Namen kennt. Was rede ich da? Allmächtiger Haragon? Mit dem bin ich sowas von fertig. Ja, wir sind's hier. So, ihr glaubt doch nicht, dass er irgendwer herkommt und uns niederstrecken wird, oder? Weil du kein Hellseher. So. Aber er soll nur kommen. So, wir müssen mal hier die Herzen aufsammeln. Ich wollte auch noch hinten das Haus vielleicht bauen. Damit wir, weil die haben ja ein bisschen wenig Schlafplätze, ne? Die schlafen ja wahrscheinlich dann alle hier. So, Wülfried macht seinen Job. Hier zum Beispiel. Könnten wir doch wunderbar noch was draus machen. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich glaube ich erstmal die Sachen hier abschließen will. Wobei, ja, machen wir noch diese Blöcke. So. Dann könnte man doch hier schon mal ein großes und ein kleines Haus bauen. Ja. Oh, Monster erscheinen bei unserer Siedlung. Jetzt wollte ich das gerade fertig machen. Ja, jetzt haben wir die erstmal hier platt. Ich glaube, wir müssen hier wirklich Zäune drum machen, ne? So, das geht nicht anders. Wir müssen Zäune drum machen, was sie nicht einfach hier durchbauen können. So, jetzt brauche ich aber noch gerade da hinten das Häuschen weiter. Achso, sind wir noch nicht. Ah, die machen das schon. So. Ich baue mal das Häuschen weiter. So, da haben wir das doch fertig hier. Kleiner Raum. Wunderbar. Ja, wir Betten sollten wir nochmal ganz kurz machen. Nee. Wo sind sie denn hin? Hä? Ach, da. Also, ich wollte zwei machen eigentlich. So. Zwei Betten. Perfekt. Legen wir die noch da rein. Was sollen wir als nächstes anbauen? Ja, wartet doch mal, Leute, jetzt hier. Ihr macht doch mal Stress. So, das dahin. Und zwei Plätze. Ja. Und daneben. So. Kleines simples Schlafzimmer, ganz genau. So, hier haben wir noch was zum Pflanzen. Boah, das haben wir jetzt noch da hinten drauf, ne? Machen wir erstmal alles zu einem. Zack. Quatsch, so. Und ja. Würde ich sagen, erstmal hier. Haben wir hier noch was. Ah, doch. Was mache ich mit so viel Kohle? Da müssen wir auch irgendwas mit anstellen können. Ich habe schon zu viel Kohle, wenn ich die ganze Zeit. Das ist noch nicht fertig? Okay. Gut. Wo war denn jetzt hier unser Bonanza? Wie kommt der Ausbau des Dorfes rasch voran und deine Fähigkeiten als Erbauer verbessern sich ebenso zu wie... Ja? Als Hauptbauer unseres bescheidenen Hauses obliegt es dir, mein Lieber, uns zu inspirieren, indem du die große Glocke noch einmal läutest. Okay. Habe ich die genügend Kraft eingesammelt?
Das ist ja, sind ja diese Herzchen. Habe ich das tatsächlich? Es muss mühselig sein, stets die ganze Dankbarkeit aufsammeln zu nicht. Passieren könnte, wenn du der Glocke des Erbauens einen kurzen Schlag mit deiner Waffe paar. Ah, okay, wenn ich, glaube ich, hier gegenhaue mit der Waffe, dann sammle ich die ganzen Herzchen automatisch ein. Die jetzt rumfliegen, ne? Ja, jetzt war natürlich blöderweise nur eins. Okay. Und ich habe schon die nächste Stufe. Bewohner können Felder schneller eggen, gießen Pflanzen schneller, an Fertigungsstationen werden neue Anleitungen freigeschaltet. Okay. Aber kann ich noch nicht... Ne, da fehlen mir noch 104, steht ja auch da. So. Du Wühlratte, was willst du, Wühlfried? Oh ja, ist es nicht reizend, so viele schöne, saubere Erden zu haben? Ich bin so richtig froh, dabei geholfen zu haben. Jo. Wenn ich ehrlich bin, oh, wenn meine Eltern das noch erleben könnten. Ich möchte mal gerne ein Gesicht sehen, nimm mir nur den Hut, da. Zu weitergeben, ja, das wurden sie, ich möchte dir jetzt geben. Ja, gib mir mal den Schatz, gib mir den Schatz, gib ihn mir. Wurmfutter. Na gut, Wurmfutter. Also verteile sie auf dem Boden und ich mache die Gegend drumherum zum schönen grünen Gras. Ah, okay. In der Nähe auf dem Boden legst, dann wird es hier immer nur grün und grasig. Das heißt, ich soll es einfach... Aber hier ist es doch grün. Hier ist es doch grün. Ich mache es einfach mal. Ich weiß nicht, grasig, vielleicht wird es ja dann wirklich... Aber das ist ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nirgendwo hier so. Ich platziere den einfach mal hier. Okay, das heißt... Ach, doch so. Ach, das ist anders grün. Okay. Okay, es wird anders grün. Ja. Weiß nicht, die cleverste Idee, weil hier runter das wahrscheinlich nicht wird, aber gut. Und er klatscht auch die ganze Zeit. Ihr wolltet noch einer, irgendeiner wollte mit mir sprechen. So. Ich will das aber nachher nochmal kurz mit den Dingern ausprobieren, mit den Herzen. So. So. Feld Info ansehen. Ach, da kann man auch... Ach so, kann man sich das angucken. Sehr schön. Du fällst mich gegen meinen Willen hierher, zwingst mich, eure Felder zu pflügen. Ich bin ein treuer Anhänger der Kinder. Ach, das ist aber auch Clemens, mein Freund. Das hier ist die Hölle auf Erden für mich. Das glaube ich nicht, Clemens. Das glaube ich nicht. Oh, weiser und mächtiger Meister der Zerstörung, bitte lasst für eure verlorenen Kinder Gnade walten. Was ist denn los mit denen? Sprich für dich selbst, du Erbauer. Er ist ein wenig Schizo vielleicht. Eine Scheune. Ja. Eine Scheune, okay. Eine Scheune ist ein Raum mit einer Truhe. Ach so. Eine Scheune ist ein Raum mit einer... Das können wir da hinten das Ding nehmen. Mit einer Truhe, einem Heuhaufen. Alter, das können wir nicht alles merken. Okay. Truhe, Heuhaufen, Landwirtschaftszeuge, Tau, Feuerholz und Topf. Pack alles in einen schönen kleinen Raum. Achso. Okay, wir brauchen nur einen kleinen Raum. Zwei Größen. Mhm. Okay, dann passt doch das hier wunderbar, würde ich sagen. Oder? Dann nehmen wir das hier. Machen wir den Raum gerade fertig. Da reicht doch auch so eine einfache Tür. So. Ich habe alles vergessen, was da reinkommt. Aber egal, Werkzeug weiß ich, Heuhaufen weiß ich. So, hier müssen wir mal kurz noch ein bisschen... Ja, was ist jetzt? Geh mir nicht um den Nerv, Wilfried. Ich bin am Arbeiten. So. Ich muss überlegen, es gibt da glaube ich die einfache Tür, die würde dann wahrscheinlich erreichen. Ich glaube, die nimmt nur ein Feld weg. Probier das jetzt mal aus. So. Und hier kann man die einfache Tür bauen. Wo war sie? Ach ja, zum Glück ist das ja alles hier, was man braucht, mit einem Ausrufezeichen markiert. Ja, da kann ich es natürlich auch nicht vergessen. So, eine einfache Tür. Und das müsste ja ein kleiner Raum sein, ne? K-
kleiner Raum. Na, wunderbar. So, dann basteln wir den Rest. Jetzt gucke ich mal gerade hier die Sachen, die kann ich... Knochen rein, Holz rein, so, das kann rein. So, das brauche ich hier meistens eher hierfür. So, wir bauen jetzt, fangen wir oben an. Na, wo ist denn oben? Sagen wir mal, Verbrauchsgüter ist oben. wir brauchen einen Heuhaufen. Haben wir. Dann brauchen wir einen Topf. Haben wir. Dann brauchen wir eine Truhe. Haben wir. Dann brauchen wir ein Tau. Dann brauchen wir Feuerholz. Und wir brauchen... Ja, ich weiß schon. Ich wollte hier nur gerade was wegpacken. Hä? So. Ach, ist auch egal. So, und hier die... Dann packen wir das Ganze hier mal rein in den kleinen Raum. Ach Gott. Also das mit dem Hoch und da wieder hin tun, da muss ich mir mal dann herausnehmen. So. Heuhaufen. Jetzt, Mayron, geh mir nicht auf den Nerv und steh nicht hier blöd im Weg rum. Ein Tau daneben. Das daneben. Oh, okay, das ist noch beschissener. Ne, das geht. So, und das hier. So. Und wenn ich jetzt hier... Ah, kleine Scheune steht auch dann da. Okay. Wirklich super. So, jetzt wollte ich mal gerade hier gucken. Jetzt sind die ganzen Herzen hier auf dem... Jetzt kann ich hier nochmal kurz dagegen hauen. Und? Gucken. Ah, tatsächlich. Die fliegen hier einem zu. Okay. Und er klatscht. Clemens. Genau, die ist total super. Ich kann es nicht länger verbergen. Seit ich Bauern angekommen bin und die wunderschönen Dinge, die du gebaut hast, gesehen habe, bin ich einem Bauer verfallen. Ja, siehst du. So geht das. Ich dachte, der küsst uns. Okay. Jetzt ist er endlich einer richtig von uns. Ja, genau. Mit den verschiedenen Größen ist schon super. Was gibt er uns denn jetzt, dass er kein Kind Hagons mehr ist? Ach, er gibt uns noch mehr Kohlsamen. Ja, bald können wir ja... Und Weizensamen. Hat uns vorhin beschissen. Hat er ein bisschen mehr gehabt und, ja. Ja, ich lasse für dich auch nochmal was auf die Erde fallen. Meine Güte. Ja, dann machen wir hier jetzt... Ach so. Ach, da sehe ich dann an dem Rand. Ja, dann machen wir hier weiter. Komm. Jetzt gucke ich mal wegen dem Weizen. Ich wollte noch ein bisschen Weizen einpflanzen hier. Oh, schön, guck mal hier. Das ist doch gut. Dass die immer klatschen müssen. Ich kriege ein Klatschverbot hier. Das ist wie, wenn ihr, kennt ihr das im Flugzeug, wenn ihr fliegt und die landen, dann klatschen die immer den Piloten. Also wenn ihr arbeiten geht, dann klatschen die euch, wenn ihr euren Job macht. Ach nee. Ach so. Ich würde ja am besten, würde ich jetzt hier, machen wir nur Getreide. Jetzt haben wir ja, obwohl, das können wir noch, lassen das Feld noch so machen. Aber ich würde später ein Getreidefeld machen. Ein Kohlfeld. Obwohl, das können wir jetzt eigentlich, lass das nochmal so. Bis wir ein bisschen mehr haben. So. Das. Ach, hier hinten der Wülfried, den müssen wir nochmal kurz... Ach, die kommen auch dann zur Glocke gelaufen. Also das ist ja praktisch. Dann habe ich die alle immer versammelt. Alles Beste, es hat geklappt. Ich habe dein kleines Dorf ganz grün gemacht. Danke. Ja, dann hau doch mal ganz rein, Wilfried. Aber ich meine, so ein bisschen... Ist das Gras, wie hast du das gemacht? Ja. Hoffentlich sind das ganz grün mit dem Zeug bedeckt. Und es wuchs auch noch überall Blumen. Ihr könnt die Erde nicht nur reinigen, sondern diese auch noch grün machen. Ja, das, die sind ja richtige... Richtige, ja, die sollen zu den Grünen gehen. ja, dann legt doch ein paar Felder an.
Wenn du mehr Platz brauchst, um Samen zu pflanzen. Ja, ich hab momentan genug Platz. Ich weiß das, ja, ich weiß das. Ich, ne, so. Ach, bald können wir selber Wurmfutter machen. Okay, das ist gut. Aber ich meine, brauchen wir jetzt mehr Felder? Nee, ich würde höchstens später nochmal hier Zäune drum bauen. Aber ich meine, momentan haben wir gar nicht so viel Samen. Hier haben wir noch, guck mal hier. Hier haben wir noch Kohlsamen. Ich würde sagen, dass hier oben machen wir ein Kohlfeld rein. Ne? Und da unten machen wir dann eben halt das andere erstmal. Aber jetzt da so noch ein Feld zu machen, brauchen wir nicht wirklich, ne? Also jetzt noch nicht. Aber da können wir mal. Naja, ist ja gut. Da können wir mal schauen, wie es zukünftig ist. Wir brauchen noch 21, wenn ich sehe, von den Dingern, ne? 21 Weizen. Dann hätten die eine auch schon mal gelöst. Und jetzt wollte doch noch irgendeiner was von uns. Moment mal gerade. Wer wollte denn noch hier was von uns? Irgendeiner wollte was von uns. So, da hinten ist er doch im Räumchen. Genau, wir legen uns auch gleich schlafen, weil dann nachts ja die Monster unterwegs sind. Ja? Wenn wir noch irgendwo. Hier, Malrot hat sich auch im Bett geschnappt, die Sau. Ich rede aber einfach mit ihm trotzdem. Ich wecke ihn auf. Wir haben unsere Felder, wir haben unsere Kohlköpfe und wir haben unsere Weizen. Ja, und wir haben da noch was. Ja, Hunger, okay. Wie lecker die Kohlköpfe sind, aber der Rest von uns konnte sie noch nicht probieren. Unbedingt eine Truhe voller Nahrung, dann können wir uns selbst essen. Ah, okay. Was bitten? Füll einfach eine Truhe mit 30 Kohlköpfen und lass uns essen. Okay. Jetzt verstehe ich auch, wofür ich die alle brauche. Natürlich. Ja, ich weiß. Oh, ich muss auch noch was essen. Erstmal ich. Oh. Und dann der Rest. Ach, guck mal. Ach, wie er schläft. Jetzt kann ich mal vielleicht sein Gesicht sehen. Nee, kann ich nicht. Verfluchte Axt. So, hier haben wir ja eine Truhe drin. Und da packen wir dann einfach verstauen. Ja, nicht alle. Hier ist es Maria und Josef. Wie kann ich die denn aufräumen? Nee. Herausnehmen. Ich will einen neuen herausnehmen. Ah, kann man das nicht. Ah, okay. Ah, ja, wunderbar. So. Hilfe! Was ist los? Allerbeste, du musst kein Wort sagen. Für mich. Okay. Nicht nur zum Lagern von Sachen nutzen, du kannst es auch verwenden, um Dinge mit uns zu teilen. Okay, er hat sie mit Essen. Okay, ja, okay, verstehe. Aber ich glaube, ich habe da gerade ausgewürfelt damit. Jetzt können wir unsere eigene Nahrung anbauen und unsere Bäume. Ja. Aber da war noch gerade Monster, mein Freund. Oh, übrigens, die Samen, die du gepflanzt hast, werden nicht ewig halten, wenn du sie oft genug geerntet hast. Ah, okay. Also denke ich, dass du alles ernten musst, nur weil du gerade kannst. Wir sind auch irgendwann satt, weißt du. Ja, verstehe. Aber, jeden Gesetzestag kannst du mehrmals ernten, doch ab einem bestimmten Zeitpunkt verschwinden sie. Wenn du einen effizienten Hof führen willst, solltest du nur das Nötigste nehmen. Ja, okay, das verstehe ich. Aber hier waren noch gerade Monster. So. Wir sollten unbedingt. Ey. Wir sollten unbedingt. Was soll ich sagen? Unbedingt schlafen. Und jetzt geht hier irgendwas total ab. Moment mal gerade. Er ist irgendwie irgendein Telefon angegangen. Einen kleinen Moment, meine Freunde. Sechseinhalb Stunden später. So, da bin ich wieder. Kleines Telefonproblem. So, Stufe hat sich erhöht. Wunderbar. Was ist jetzt schon wieder los? Hat mich wieder stärker gemacht. Ich spüre, wie die Kraft durch meine Adern fließt. Ja. So langsam mache ich mir Sorgen. Aber du wirkst nicht wirklich kräftiger. Damit ist beschlossen, ich muss mir einfach nur einen Kniff ausdenken, den sogar ein Schwächling nutzen kann. Ja, okay. Sogar für mich. Ja, so gedrückt halten, das weiß ich doch. Aber das hatten wir doch vorher. Der hat doch vorher auch mal so Dinger gemacht. Aber wenn wir mehrmal hintereinander gedrückt haben, ne? Okay. Und jetzt erlerne ich auch eine neue Anleitung noch. Meine Güte. Eine Steinaxt. Okay, eine Steinaxt ist die besser als ein. Nee, okay, das konnte man nicht. Ist die Steinaxt denn besser als
Eine Steinschwert. Die hat Angriff. Ja. Dann machen wir die doch mal und übergeben das doch mal direkt der guten alten Bibi, die jetzt schläft. Achso, ich muss mal noch ein Bett machen, weil ich glaube, ich habe kein Bett aktuell. Ich kann nicht. Oh, hier. Was ist denn los mit euch? Was? Ja. Tragen. Wohin soll ich die tragen? Ins Bett? Ja, wahrscheinlich, ne? Hinlegen. So. Jetzt kam diese. Jetzt, was wollte ich jetzt gerade machen, Leute? Ich wollte. Achso, ich brauche trockenes Gras. Habe ich hier irgendwo was? Warte mal. Ich brauche noch ein Bett. Und ich brauche dringend mehr Zäune. Aber erstmal ein Bett. Zum Schlafen. Oh Gott, immer noch eins. Jetzt ist gleich schon wieder, ist es schon wieder Tag gleich, ne? Dann wollen wir noch nicht mehr hinlegen. Aber ein Bett muss ich trotzdem machen. Dann haben wir dieses, jenes und dieses und das und hier und da und überhaupt. Na, mal gucken, was wir jetzt hier noch bedingt machen müssen. Aber auf jeden Fall will ich nachher. Na gut, das ist noch nichts. Zäune bauen. Oder sollen wir das jetzt machen schnell? Ich glaube, wir machen das jetzt, ne? Weil. Hä? Will das Dings da drüben? Ach so. Ja, da muss ich auch noch mit dem Wechsel hier manchmal. So, bang, bang. Weil ich glaube, die ja auch. Ich weiß nicht, hab ich noch nicht gesehen. Klauen die diese Dinger oder machen die die Felder kaputt? Na, das habe ich eigentlich nur die. Machen die Felder kaputt? Naja. Aber wenn ich jetzt hier jetzt. Da kommt ja keiner mehr rein, wenn ich den Zaun lang baue. Naja, gut. Muss ich mir überlegen, ob ich dann. Könnt ihr mal reinschreiben, ich weiß es ja nicht. Machen die Felder kaputt oder klauen die Samen oder passiert einfach gar nichts? Weil dann wäre es ja tatsächlich egal am Ende des Tages. Oh, die essen. Oh Gott, die fressen die sich hier. Kleinen Bauernhof, ne? Ja, wir haben einen richtigen Bauernhof. Genau. Am besten ist es so viel Nahrung zu haben, ihr könnt mich gewöhnen. Die haben nicht die ganze. Natürlich, die. Okay, es ist erniedrigend, die Kohlköpfe aus der Truhe zu essen. Finden, um etwas zivilisierter zu essen. Fällt dir da etwas ein? Vielleicht kann ich einen Tisch erfinden oder sowas. Um im Dreck zu sitzen, aber wir brauchen einen Tisch und einen einfachen Schemel zum Sitzen. Okay. Ja, guck mal, wir erfinden schon was. Wo soll ich das denn hin? Aufs Feld? Sieht ja auch doof aus. Einfaches Essbesteck. Okay, das war ja nicht das, was ich lernen wollte. Na gut, wir gucken mal. Wo ist denn hier? Hier, das können wir. Und Hocker. Und das hier. Mehr brauchen wir nicht, ne? Nö, gut. Und wo soll das jetzt hin tun? Hin drin irgendwo? Ja, ne? Oder? Ja, passt ein Tisch hin. Passt der Stuhl hin. Und da passt. So. Esstisch. Habe ich doch. Ich denke, dass du einfach einer deiner neumodischen einfachen Essbestecke auf den Tisch stellen und daneben einen einfachen Schemel platzieren könntest. Habe ich doch. Aber ich werde nie wiederum. Bitte bau mir einfach nur ein Set aus diesen drei Gegenständen, damit ich wie. Was ist denn jetzt daran falsch? Es soll ja ein Set draus werden. Esstisch. Okay. Pass mal auf, ich nehme das mal anders. So, wenn ich jetzt hier draußen hingehe. Ja, warte mal. Aber weil das im Raum stand wahrscheinlich. Dann war es auch ein Esstisch. Jetzt hier draußen geht's. Habe ich drin was falsch gemacht? Also er sollte mir sagen, dass es nicht unbedingt im Raum stehen muss. Wenn du ein Bett oder einen Stuhl draußen hinstellst, werden wir die gerne benutzen. Okay. Nicht wollen, dass wir uns so schön räumen, aber wenn wir deine überbauten Gegenstände drinnen ganz gemütlich genießen können, sind wir ihnen doch dankbarer. Okay. Dinge als Sets, so wie diese kleine Kunde aus Tischschemmel und Besteck. Jeder im Dorf, der das sieht, wird genau wissen, wofür es gedacht ist und das bei Bedarf benutzen. Okay. Wenn auf dem. Weißt du, was das noch besser machen würde, wenn auf dem einfachen. Das, was du für mich gefährlich hast, noch was zu essen liegen würde. Drinnen stand das doch genauso, ne? Dann packen wir da auch noch was rein. Ich will ja nicht alles platzieren. Wie kann ich denn sagen, nur ein Teil? Weil wenn ich immer alles platziere, so, dann nimmt er alles. Das will ich ja nicht. Und dann kann ich sagen, alles herausholen. Aber kann ich nicht sagen, ein Teil reinlegen? Ach, hier. Platzieren und dann kann ich die Anzahl, okay. Einfach nur mit A drücken, okay. Man kann es auch einfach machen. Wenn es kompliziert geht.
Ne, andersrum. Egal. So, ja, das ist doch schon mal ganz schön. Es wächst und gedeiht. Wir müssten vielleicht hier noch ein bisschen mehr dann von diesen Dingern bauen. Und gucken wir mal, wie gerade ein bisschen Weizen geht. Nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl hier. Ist nur einer. Die Feldfrüchte sind soweit. Was willst du mit mir? Ja, ich weiß, aber ich brauche doch nicht noch mehr Felder, mein Freund. Momentan brauchen wir keine Felder. Das können wir natürlich gerne alles mal aufbauen, anbauen, wegbauen. Aber momentan brauchen wir keine Felder. Ich kann genau den Zaun ja auch viel weiter drum ziehen, ne? Ich werde das jetzt einfach mal hier noch zum Abschluss ein Zäunchen drum setzen. So, gleich sind wir hier fertig. Ich mache es so. Ach, warte mal. Irgendwo muss ich das Holztor noch reinmachen. Warte mal, das mache ich mal wahrscheinlich besser hier rein. So. Und dann schließen wir das Ganze einfach hier ab. So, und noch. Na, hier eins hin. So, dann haben wir das jetzt hier ein. Hier sind ein gigantisches Feld, haben wir jetzt sogar. Ach so, er nimmt jetzt alles. Ja gut, okay. Mach das mal. Ist ja auch nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt das schön abgesteckt. Und die können direkt hier schön vom Feld nach Hause gehen. So soll es doch sein, meine Freunde. Ja, und nicht anders. Und hier hören wir auch heute auf. Mir hat es wieder wirklich Spaß gemacht. Das Spiel macht wirklich Bock, muss ich wirklich sagen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir das Feld ernten und hoffen, dass das Weizen reicht. Und unsere Reise weiterziehen. Mich hat es gefreut. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann.